Auf der EICMA ist die Moto Guzzi V100 Mandello vorgestellt worden. Und dieses Motorrad hat wirklich einige Neuheiten zu bieten. So, erstmal zu den grundlegenden Sachen. Der Motor hat 1042 Kubik, ist flüssigkeitsgekühlt und hat 115 PS. Und 105 Newtonmeter Drehmoment. 90% liegen schon bei 3500 Umdrehungen an. Den Motor nennt Moto Guzzi selber den Compact Block. Es ist einiges neu an dem Motor, aber er behält die für Moto Guzzi typische 90 Grad V-Architektur. In den Tank passen 17,5 Liter. Neu an dem Bike sind auch ein Quickshifter, ein Kurven-ABS und ein semi-aktives Fahrwerk. Es gibt 4 Fahrmodi: Travel, Sport, Rain and Road. Jeder Modi wirkt sich unterschiedlich auf die Traktionskontrolle, die Bremsen und das Motormapping aus. Die Hauptneuheit an der Moto Guzzi V100 ist die adaptive Aerodynamik. Hier sieht man, wie einige Elemente des Chassis ausfahren, je nachdem wie schnell man ist. Zu Preisen kann ich leider noch nichts sagen. Was haltet ihr denn von der V100 Mandello? Hinterlasst doch bitte einen Kommentar. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like freuen.